Hallo liebe Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Lim und ich möchte euch heute über die aktuelle Lage zum Bitcoin und zu Bitcoin Cash informieren. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ist Bitcoin Cash gestern von ca. 2100 Dollar auf über 3500 Dollar angestiegen. Und das hat mehrere Gründe gehabt, warum dieses der Fall war, worauf ich hier näher eingehen möchte. Parallel ist es beim Bitcoin zu einem Kursabfall gekommen. Von seinem Allzeithoch von vor ein paar Tagen von 20.000 Dollar ist er mittlerweile in etwa bei 17.100 Dollar gelandet. Sogar über die Nacht hin teilweise auf 16.300 Dollar gefallen. Der erste Grund für den Kursanstieg von Bitcoin Cash war unter anderem ein Bericht von vor 2 Tagen in etwa, in der ein Bitcoin.com-Mitbegründer mitgeteilt hatte, dass er alle seine Bitcoins verkaufen wird und in Bitcoin Cash investieren wird, da er Bitcoin Cash als die Zukunft ansieht und einfach den als besseren Coin sieht. Der nächste Punkt ist, dass gestern Coinbase den Handel von Bitcoin Cash aufgenommen hat, was auch einen immensen Hype ausgelöst hat. Bei Coinbase war gestern sogar teilweise der Preis bereits zu 8.500 Dollar angestiegen. Die prüfen aktuell, woran das gelegen sein mag, weil Hintergrund ist einfach, der Preis lag bei den anderen Börsen immer bei 3, 5, 3, 2 gestern, also Höchstwert vielleicht 3, 6. Wird noch geprüft, woran es lag und ob das wirklich zu dem Preis gehandelt worden ist. Des Weiteren wird bei Coinbase geprüft, ob es einen Insiderhandel unter der Belegschaft gab. Die hatten der Belegschaft bereits mitgeteilt, also vor über einem Monat bereits mitgeteilt, dass sie den Handel von Bitcoin Cash aufnehmen wollen und dass sie, also die Mitarbeiter, kein Bitcoin Cash halt da ja vorher schon mal investieren sollen, beziehungsweise dass sie damit nicht handeln sollten. Bisher gibt es da aber auch keine Anhaltspunkte für. Es sind natürlich erst ein paar Stunden oder 12 Stunden vergangen, seitdem das alles passiert ist mit diesem Hype. Und das wird halt noch weiter geprüft. Ein weiterer Punkt ist, dass ein japanischer Großinvestor auch mitgeteilt hatte, dass er seine Bitcoins verkaufen wird und wohl auch umswitchen wird auf Bitcoin Cash. In Japan ist es so, oder wird geschätzt, dass 30 bis 50% der Bitcoin-Investoren aus Japan stammen. Und wenn gerade so ein Großinvestor das bei Twitter mitteilt, passiert natürlich eine Kettenreaktion, was dann halt dann dementsprechend dazu führt, dass die Kurse runtergehen oder auch hochgehen, wie bei Bitcoin Cash in dem Fall. Also es gibt viele verschiedene Faktoren, die das beeinflusst haben und ja, es bleibt halt letztendlich spannend. Mal schauen, wie sich der Markt jetzt erstmal wieder beruhigt, gerade im Bereich vom Bitcoin oder Bitcoin Cash. Gerade Bitcoin Cash wird jetzt wahrscheinlich erstmal eine Konsolidierung Phase haben und dann schauen wir mal, wo sich der Preis einpendelt. Ja, das waren so die Hauptthemen, die heute vom Markt her mitgeteilt worden sind. Diese hier findet ihr unter anderem im Handelsblatt, gibt es da halt diverse Berichte. Ich habe hier auch das Handelsblatt hier offen. Hier Kurs der Digitalwährung stürzt ab zum Bitcoin und ja, auch bei anderen Medien wird das natürlich überall publiziert. Beim Aktionär ist das halt auch. Bitcoin Cash startet durch. Das steckt dahinter. Also ihr könnt da auch noch mal eure eigenen Recherchen machen. Ich ja, finde, dass das schon ein sehr aufregender Tag gestern war, gerade mit Bitcoin und Bitcoin Cash. Und Bitcoin Cash scheint wirklich anzuziehen. Muss man natürlich schauen, wie sich das jetzt erstmal weiterentwickelt. Ich gehe davon aus, das ist aber meine eigene Meinung, dass sich der Preis bei Bitcoin Cash erstmal wieder ein bisschen ja, beruhigen wird. Es sei denn, es kommen wieder irgendwelche Twitter-Botschaften, die den Markt dann wieder in eine Richtung lenken, die extrem nach oben geht oder halt nach unten, je nachdem in welchem Bereich. Bei Bitcoin, ja, aktuell, wie ihr hier seht, ist der Chart etwa bei 1.100
17.199 Dollar. Ich mache mal hier eine Aktualisierung, mal schauen. Ja, 17.390. Da denke ich mal, wird sich der Kurs auch wieder Richtung 18 oder eher 19.000 Dollar in den nächsten Tagen erholen. Und es kommt halt einfach immer darauf an, welche Nachrichten ja den Markt wieder mehr oder weniger beleben. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon haben wollt, abonniert meinen Kanal, gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, wie auch immer, könnt ihr das gerne in den Kommentaren hinterlassen. Es war halt einfach nur ein kleines Update über diese turbulente Nacht und den turbulenten Tag gestern, besser gesagt, je nachdem, wo man auch gelebt hat. Und ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.